Hallo und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Mein Name ist Sarah Heinen und ich bin hier, um all denen Mut zu machen, die das Gefühl haben, dass da draußen und in ihrem Inneren noch mehr auf sie wartet. Gehen musst du deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen dir bei deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Ja, wir schauen mal, was jetzt hier heute podcasttechnisch geht, denn es hat gerade voll angefangen zu regnen und der Regen trommelt auf die Fensterbank. Ich weiß nicht, ob du das hören kannst, und gleich soll irgendwann der St. Martinszug hier durch die Straße gehen. Ich schaue mal, wie weit ich komme. Und es soll heute um das Thema Alleinsein gehen, und zwar genauer gesagt um das erfüllte Alleinsein. Und ich habe hier auf dem Podcast schon häufiger über das Thema Alleinsein gesprochen, weil es was ist, was mir unglaublich am Herzen liegt und was für mich persönlich unglaublich wichtig geworden ist in den letzten 10, 20 Jahren. Und ich habe jetzt gerade zum Anlass genommen, nochmal über dieses Thema zu sprechen, weil nämlich am vergangenen Freitag, oder nee, wenn du den Podcast jetzt hörst, am vorvergangenen Freitag, genauer gesagt am 1.11., meine neue Webseite online gegangen ist, auf der du alles rund um mein Coaching-Angebot findest. Und ich habe mich dazu entschlossen, weil du brauchst als Coach eine Positionierung. Und einfach damit die Leute wissen, wofür du stehst. Und ich brauchte eine Formulierung, die ausdrückt, bei welchem Thema ich Menschen begleiten möchte oder schon begleite und was so mein Herzensthema ist. Und ich habe das wie folgt formuliert, und zwar ganzheitliches Coaching für Selbstliebe und erfülltes Alleinsein. Und ich dachte, ich nutze heute mal den Podcast, um nochmal genauer zu erklären, was eigentlich erfülltes Alleinsein bedeutet. Selbstliebe ist, glaube ich, den meisten Leuten klar, auch mal von der tatsächlichen Umsetzung dann abgesehen, aber vom Wort her sollte es klar sein. Aber was meine ich mit erfülltem Alleinsein? Und wenn dich das interessiert, dann bist du ganz herzlich eingeladen, jetzt hier dran zu bleiben und zuzuhören. Und bevor wir reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar, dass es schon in deinem Leben ist, dass es dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder auch schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute ganz besonders dankbar für das wundervolle Feedback zu dieser neuen Webseite. Ich habe am Abend, nachdem ich sie online gestellt habe, und dieses Online-Stellen, das ist immer ziemlich nervenaufreibend, ich habe das auch alles selber gemacht, also alles von Idee, Design, Texte. Einzige, was ich nicht selber gemacht habe, sind die Fotos, wobei die zum Teil auch. Aber die anderen sind von einem befreundeten Fotografen. Und das an dem Abend nach dem Online-Stellen, wo ich echt so bis oben hin voll gepumpt war mit Adrenalin, aber auch völlig fertig war, habe ich dann noch einen Instagram-Post gemacht und habe mich mega gefreut, als ich am nächsten Morgen reingeguckt habe und gesehen habe, wie viel schönes Feedback es zur Webseite gab. Und es haben mir auch einige Leute noch Nachrichten geschickt. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil das ist immer so, ja, man werkelt da irgendwie im mehr oder weniger verborgenen Wochen, Monate dran rum. Und also ich glaube, so das erste Design, was so dem entspricht, was ich jetzt vor anderthalb Wochen online gestellt habe, das war irgendwie aus dem August oder so. Ja, also na, schon ein paar Monate, ne? Und ja, wenn man dann sozusagen das Baby raus in die Welt gibt, ist es natürlich schön, wenn das gut ankommt. Und wenn ich dann auch so Feedback noch bekomme, das hat mir eine Kollegin aus der Coaching-Ausbildung geschrieben, dass sie mich in der Webseite total wiedererkennt, so wie sie mich kennengelernt hat. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, was man bekommen kann, wenn die Webseite einen wirklich, ja, selbst ausdrückt sozusagen. Ja, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen.
Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist. Die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfang und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de/support. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, ich habe, wie gesagt, hier auf dem Podcast schon häufiger über das Thema Alleinsein gesprochen und habe auch schon mal erklärt, warum es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Und das hat auch was mit dem heutigen Thema zu tun, ja, dass alleine sein auch etwas Erfülltes sein kann. Und der Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein, weil auf den ersten Blick ist es irgendwie das Gleiche. Ja, du bist einfach alleine und das kann jetzt ein tatsächliches physisches Alleine sein und es kann aber eben auch ein emotionales Alleine sein. Und ich habe ein Lieblingszitat von Osho, was das eigentlich ganz gut beschreibt, was der Unterschied ist oder jedenfalls wie ich diesen Unterschied begreife. Loneliness is absence of the other. Aloneness is the presence of oneself. Also übersetzt, Einsamkeit ist das Fehlen von anderen, also die Abwesenheit von anderen. Und Alleinsein ist die Präsenz von einem selbst. Und das fasst eigentlich auch schon fast zusammen, was erfülltes Alleinsein bedeutet, nämlich präsent zu sein, mit dir selber im Alleine sein. Und ich sehe eben in der Einsamkeit ein in Anführungsstrichen eher negatives Gefühl und im Alleine sein für mich persönlich ein sehr, sehr positives Gefühl. Und das die Einsamkeit, die kann auch da sein, ganz unabhängig davon eben, wie gesagt, ob du tatsächlich physisch alleine bist oder ob du kannst dich auch mitten in einer Party oder mitten in einer Gruppe von Freunden oder von deiner Familie, kannst du dich trotzdem einsam fühlen. Und ich glaube, dass sogar diese Form von Einsamkeit fast noch schlimmer ist, als wenn man alleine ist und einsam ist. Und weil sie einem einfach vor Augen führt, dass zwar Menschen da sind, dass aber irgendwie nicht die Verbindung da ist, die man sich wünscht. Und Einsamkeit, da steht für mich immer dahinter, dass da ein Bedürfnis nicht erfüllt wird. Ein Bedürfnis eben nach Verbindung, nach Gegenwart von anderen Menschen, aber eben nicht nur physischer Gegenwart, sondern tatsächlicher Präsenz. Und im Alleinesein ist es so, dass diese Präsenz eben, wenn es jetzt das Positive, das erfüllte Alleinesein ist, diese Präsenz durch dich selbst entsteht. Und das kann natürlich trotzdem sein, dass in so einer Situation, wenn du physisch auch mit dir alleine bist und wenn du dich auch bewusst vielleicht mit dem Alleinesein auseinandersetzt und auch das erstmal üben musst, vielleicht mit dir selbst ohne irgendeine Ablenkung alleine zu sein, dass dann auch unangenehme Gefühle hochkommen, unangenehme Gedanken hochkommen. Und das heißt, es muss jetzt nicht zwingend immer wunderschön sein, alleine zu sein. Das heißt, du kannst, wenn du diesen Raum für dich wirklich nutzt, tatsächlich auch unangenehme Gefühle wahrnehmen. Aber es geht eben darum, mit diesen Dingen, mit dir selbst präsent zu sein, im Alleinesein. Und auch wenn so Dinge wie zum Beispiel alleine reisen zu können oder eben frei entscheiden zu können, was du heute Abend unternimmst oder welchen Film du im Fernsehen guckst oder was weiß ich was, ja, sind auch alles wunderbare Sachen, die durch das Alleinesein entstehen können, durch die Freiheit des Alleineseins. Aber wovon ich heute sprechen möchte, ist einfach dieses eben das Alleinesein wirklich für sich zu nutzen, in dem Sinne, sich mit sich selbst zu verbinden und eben diese Präsenz des Selbst auch wirklich zu erleben. Und die unangenehmen Gefühle, die eventuell hochkommen können, das sind dann nur Zeugnisse davon, dass es einfach Dinge gibt, die in dir selbst gehört werden wollen und die du vielleicht auch sehr lange unterdrückt hast und die eben, wenn du ständig Ablenkung hast, ständig unter Menschen bist, einfach nicht die Gelegenheit haben, nach oben zu kommen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele Menschen Angst vor dem Alleinesein haben. Beziehungsweise das erlebe ich halt auch bei meinen Coaching-Klientinnen, die ich schon hatte,
dass da dieses Alleinesein am Anfang eine riesengroße Hürde sein kann. Auch weil, selbst wenn man es noch nicht ausprobiert hat, auch diese Angst vor der Einsamkeit im Alleinesein da ist. Und es kann aber eben, wie gesagt, auch ein wunderschönes Erlebnis sein, beziehungsweise man kann da auch hinkommen zu diesem Punkt, dass man das Alleinesein genießt. Und genau darum geht es beim erfüllten Alleinesein. Und ich würde das erfüllte Alleinesein ja vielleicht so definieren, dass es die Fähigkeit ist, ohne Ablenkung, also im puren Sein mit sich selbst, die eigene Präsenz zu genießen und auch alles liebevoll annehmen zu können, was sich dir zeigt. Ja, weil eben, wie gesagt, manchmal kommen da auch unangenehme Gefühle hoch. Es können aber auch eben wunderschöne Momente der Verbindung mit dir selbst und ja, vielleicht sogar dem Universum entstehen. Und wenn ich sage, alleine sein, frei von Ablenkung, dann sind da natürlich so Dinge gemeint wie der Fernseher, das Smartphone, aber auch andere Menschen. Und dann aber auch in der Konsequenz, also für den Einsteiger im Alleinesein, finde ich das völlig legitim, wenn einfach die Angst noch zu groß ist, wirklich sich diesem puren Sein hinzugeben, ohne, also einfach mit sich zu sein, ohne irgendwas zu tun. Und das ist was, was uns wahnsinnig schwerfällt, einfach mal nichts zu tun. Jedenfalls mir fällt es oft sehr schwer. Und ich kenne es eben auch von vielen, vielen anderen, dass es entsteht so ein Gefühl von nutzloser Zeit, wenn man nichts tut. Also es ist schon eine Herausforderung. Und eine positive Ablenkung sozusagen kann wenn man damit anfängt, mit dem Alleinesein, mit dem bewussten Alleinesein, kann natürlich sowas sein wie einfach ein gutes Buch oder ein schöner Podcast. Das sind einfach so Dinge, die helfen einem so ein bisschen, die Zeit mit sich alleine, mit was Sinnvollem zu füllen. Aber es ist eben immer noch so, dass die Zeit mit etwas anderem als dir selbst gefüllt wird. Und deshalb sehe ich für den fortgeschrittenen Alleinseiner, ja, Alleinseiner, schönes neues Wort, dass es sich tatsächlich auch um eine Zeit handelt, da gibt es ja keine Regeln oder sowas, das bestimmst du alleine, aber dass es auch Zeiten gibt, wo du mit dir selbst alleine bist, ohne irgendwas zu konsumieren. Und es gab früher, und ich habe da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, ich weiß aber auf jeden Fall im Interview mit der Anna-Sophie Rose drüber gesprochen, dieses Wort Müßiggang, das kennt kaum noch jemand in unserer Sprache und das ist auch was, was in unserer Kultur völlig verloren gegangen ist. Und einfach eben Zeit mit Muße dahin fließen zu lassen und das kann mit einem Spaziergang, ja, beim Müßiggang verbunden sein, muss es aber nicht. Und den Gedanken einfach mal den Raum zu lassen, zu kommen, zu gehen, zu fließen und aber auch uns selbst den Raum zu schenken, die eigenen Gedanken zu sortieren. Ich glaube, das ist das, was auch viele Menschen, ich merke es gerade tatsächlich ausnahmsweise bei mir selber mal wieder, weil ich normalerweise habe ich überhaupt keine Probleme zu schlafen, aber gerade ist es echt so, dass wenn ich abends im Bett liege, ich habe so viele Ideen und muss dann immer noch aufschreiben. Werde jetzt deshalb auch meinen Tag mal ein bisschen umstrukturieren, um das vielleicht irgendwie ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Aber das ist bei mir eine absolute Ausnahmeerscheinung. Ich weiß aber von so vielen Menschen, die abends riesige Probleme haben einzuschlafen oder wenn sie nachts aufwachen, nicht mehr einschlafen können, einfach weil der Kopf nicht mehr stillsteht. Und ich glaube, einer der Gründe, natürlich gibt es ja viele Gründe für, ja, aber einer der Gründe dafür ist, dass wir keine Inseln mehr im Alltag haben, die uns die Gelegenheit geben, dass die Gedanken sich mal sortieren können. Sondern das machen die dann, wenn wir versuchen zu schlafen. Ja? Dann fangen die Gedanken an, hin und her zu springen, weil die wollen verarbeitet werden. Das machen wir natürlich auch noch im Schlaf und in den Träumen. Und da gehört es ja auch hin, ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber ich glaube, dass einfach die Masse an Informationen, an guten Informationen und an weniger guten Informationen, die wir in unser Gehirn reinlassen, so exorbitant gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten, dass uns diese Inseln im Alltag komplett verloren gegangen sind, wo wir uns selbst die Chance geben, die eigenen Gedanken sich sortieren zu lassen, bevor wir dann abends ins Bett gehen. Und deshalb, wie gesagt, frei von Ablenkung ist ein Faktor, ein sehr, sehr wichtiger Faktor beim erfüllten Alleinesein. Und im Endeffekt geht es dann darum, eben in dieses pure Sein zu kommen, in die pure eigene Präsenz. Und dann in dieser Präsenz mit sich selber oder auch eben durch die Verbindung mit sich selber in diese Präsenz zu kommen, aber eben auch dieses mit sich selbst Sein
zu nutzen, wirklich sich mit dem eigenen Herzen zu verbinden. Und das kann über eine Meditation sein, das kann über Journaling sein, das kann einfach über Wahrnehmung mit den Sinnen sein, das kann über Achten auf deinen Atem sein, das kann draußen in der Natur sein, indem du einfach die Wolken anguckst, oder ist auch eine Form von Meditation. Ne? Ganz egal, auf welche Art und Weise es dir am besten gelingt, sich mit dir zu verbinden. Und ich glaube, gerade die Natur ist auch nochmal ein guter Tipp für erfülltes Alleinsein, weil das auch so eine Art Hilfsmittel ist, aber eben kein Hilfsmittel, was einem jetzt wahnsinnig viel Input gibt. Und ich finde den Wald extrem beruhigend, aber eben auch das Meer. Und für jemand anders sind es vielleicht die Berge. Ja? Ich habe schon mal eine Podcast-Episode zum Kraftort Wald gemacht. Da habe ich ganz viel darüber gesprochen, was der Wald mit uns macht. Und ich werde die nochmal in den Shownotes verlinken. Und wie gesagt, für mich persönlich ist es absolut, eben am Meer zu sitzen und den Wellen zuzuschauen. Und wenn ich jetzt die Kathi fragen würde, die hier vor 2-3 Wochen im Interview war, die würde wahrscheinlich sagen, für sie sind es eben die Berge, die ihr diese Verbindung zur Natur ermöglichen und die das Alleinesein zu einem erfüllten Alleinesein machen. Und ich rede jetzt hier die ganze Zeit vom Alleinesein. Und du fragst dich vielleicht, was ist denn so toll daran? Was ist überhaupt erstrebenswert daran, alleine zu sein? Und ich mag dir da noch ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Es war so, dass für mich, und das schreibe ich auch auf meiner Webseite, sondern eine Über-mich-Seite, wo ich ein bisschen was von meiner Geschichte rund um die Themen Selbstliebe und erfülltes Alleinsein erzähle. Und bei mir war es eben so, dass das nach einer Trennung war, dass ich dann eben in so ein Loch gefallen bin und durch diesen Prozess, ich will da jetzt gar nicht zu viel von dir verraten, kannst du auf der Webseite durchlesen, das Alleinesein lernen musste. Quasi. Und also musste in dem Sinne, weil ich das Gefühl habe, dass mich, also rückblickend, in dem Moment noch nicht wirklich, ja, aber rückblickend habe ich das Gefühl, dass das Leben mich genau an diesem Moment dazu in Anführungsstrichen zwingen wollte, ja, mir einen liebevollen Tritt in den Allerwertesten verpassen wollte, damit ich das alleine sein lerne. Und das hat sich einfach im Laufe der folgenden Jahre zu einer absoluten Superpower für mich entwickelt, weil es mir erstens eine unglaubliche Freiheit gegeben hat, weil ich die Angst verloren habe vor dem Alleine sein. Dadurch eben in der Lage war, ja, alleine zu reisen und auch einfach mal nach Spanien zu gehen, alleine, ja, für ein Jahr. Das wären alles Dinge gewesen, die wären undenkbar gewesen, ohne dass ich diese Grundfähigkeit habe, mit mir selbst alleine zu sein. Und was ich eben in den letzten, ja, 1,5 Jahren realisiert habe, ist, dass dieser Prozess, dieses Alleinsein zu lernen, mir unglaublich viel Selbstliebe gegeben hat. Für mich sind diese beiden Dinge, und deshalb ist das auch mein Thema, mein Coaching-Thema, für mich sind diese beiden Dinge untrennbar miteinander verbunden. Es ist so, dass es, glaube ich, das ist nur meine Meinung, man dieses erfüllte Alleine-Sein braucht, um dauerhaft eine echte Verbindung zu sich selbst und damit eben auch eine Liebe zu sich selbst aufzubauen und auch halten zu können. Und das eben ja nicht nur in Momenten zu haben, sondern das zu einer täglichen Praxis zu machen. Und andersrum ist es so, dass das Alleinesein schwierig fallen wird, wenn die Selbstliebe nicht da ist. Weil dann nämlich genau eben die Themen wie die Zweifel an sich selber und Ängste und Überzeugungen, die dir im Weg stehen und Geschichten, die du dir über dich selber erzählst, das sind alles Dinge, die dann eben hochkommen, wenn die Ablenkungen wegfallen. Und deshalb sind diese beiden Themen für mich so untrennbar miteinander verbunden, und deshalb halte ich es auch für so erstrebenswert, diese Fähigkeit, erfülltes Alleinesein zu erlernen, weil es eben ein riesen Zugewinn für die Liebe zu dir selbst sein kann. Und für mich ist das Alleinesein inzwischen quasi überlebensnotwendig. Wenn ich nicht regelmäßig meine Zeit habe, wo ich mit mir selbst alleine bin, dann werde ich ziemlich unausstehlich. Und es war ganz spannend. Ich habe, als ich mich für meinen ersten Coaching-Workshop zum Thema Bedürfnisse vorbereitet habe vor einigen Wochen, nochmal nachgeschaut, was das Wort Privatsphäre eigentlich bedeutet oder was die Definition davon ist. Und es geht dabei um den Raum zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Und da spielen natürlich super viele Dinge mit rein. Aber eine Sache, die sticht für mich gerade beim Thema Alleine sein eben so sehr raus, und zwar eben die Zeit und den Raum zu haben, um die eigenen Erfahrungen zu reflektieren und auch zu integrieren, ja, zu festigen. Und das ist eben das, was ich im Alleinsein für so
wichtig halte, was ich halt, ich glaube, dass das eigentlich eine Fähigkeit sein sollte, die jeder Mensch lernen sollte. Und zwar, weil es uns eben die Möglichkeit gibt, wenn es denn ablenkungsfrei ist, eben Dinge zu verarbeiten, wie ich vorhin schon gesagt habe. Die Gedanken müssen sortiert werden, ja, aber eben auch ja, all die Erfahrungen, die man gemacht hat, die in sich selbst zu verankern, die Learnings, die man daraus gezogen hat, nicht immer nur auf einer kognitiven Ebene, sondern eben auch auf einer emotionalen und körperlichen Ebene. Und dafür sind eben so Sachen wie Meditation und Atemübungen und solche Dinge so unglaublich wertvoll oder auch einfach ein Spaziergang in der Natur. Und das sind eben, ich glaube, das ist so der Grund, warum das für mich absolut unerlässlich ist, wenn ich, ja, wenn ich nicht ab und zu alleine bin, dass ich dann auch einfach echt ein bisschen lala werde und tatsächlich auch eher, ja, menschenfeindlich sozusagen. Nein, nicht menschenfeindlich, aber es ist, wenn ich in eine längere Zeit in der Gruppe verbringe, zum Beispiel bei einem Workshop oder bei einem Yoga-Retreat oder so, ja, dass wenn ich da eine ganze Woche mit einer Gruppe zusammen bin, das funktioniert für mich immer je nach Gruppe für 2 bis 3 Tage ganz gut, viel Zeit mit der Gruppe zu verbringen, aber spätestens dann, und dann ist aber meistens auch allerhöchste Eisenbahn, brauche ich ein bisschen Zeit für mich und ziehe mich zurück und ja, ne, mache einen Spaziergang oder sonst irgendwas. Dieses Alleine-Sein mit mir selbst, gerade in so einer Situation, in so einer Gruppensituation, wo man natürlich super viel Input auch von den anderen bekommt und es geht natürlich auch wahnsinnig viel darum, dass da mega viele Energien von vielen Menschen sind. Meistens sind das so Veranstaltungen, wo man dann auch noch viel lernt. Das heißt, da ist einfach so viel Input und dann brauche ich eben diese Zeit für mich, um wieder zu mir zu kommen und eben aber auch, um die Erfahrungen und die Learnings wirklich zu integrieren. Und das ist meistens nach solchen längeren Veranstaltungen dann eben nicht nur der eine Spaziergang, den ich zwischendurch brauche, sondern tatsächlich meistens eher so, wenn ich von solchen Sachen zurückkomme, dass ich dann erstmal ein paar Tage brauche, wo ich sehr, sehr viel Zeit mit mir alleine habe, um eben die Sachen auch langfristig einsinken zu lassen. Und das ist eben, was das bedeutet für mich, erfülltes Alleinesein. Ja, diese Zeit und den Raum mit mir selbst zu nutzen, meine eigene Präsenz zu nutzen, um nicht nur wieder in Kontakt mit mir zu kommen, gerade vielleicht, wenn man eben danach, nein, wenn man vorher viel im Außen gewesen ist, sondern eben auch, um Erfahrungen, um Learnings zu sortieren, Gedanken zu sortieren, Gefühle zu sortieren, aber auch zu beobachten, zu schauen, was hat das mit mir gemacht, was hat sich vielleicht verändert und nicht nur nach so Events, sondern auch immer wieder im Alltag sich diese Frage zu stellen, wie geht es mir eigentlich wirklich und in die tiefe Verbindung mit sich selbst zu kommen. Das bedeutet für mich erfülltes Alleinesein. Und ich glaube, dass das Alleinesein und vielleicht eben auch gerade die schmerzhaften Momente im Alleinesein, dass die eine Einladung an uns sind und dass dieser Prozess des Lernens des erfüllten Alleineseins, dass auch der eine Einladung an uns ist. Und zwar für 2 Dinge. Das eine ist, uns selbst ein guter Freund zu sein. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstliebe. Ne? Dass wir lernen, Bedürfnisse, die wir haben, A, zu erkennen, aber B, auch dann sie selber zu erfüllen beziehungsweise für die nötigen Schritte zu sorgen, dass sie mit Unterstützung von anderen erfüllt werden. Und die 2. Einladung, die hinter dem erfüllten Alleinesein für mich persönlich steckt, und du kannst jetzt einfach mal gucken, ob das in irgendeiner Form mit dir resoniert oder nicht, ist, dass es eine Einladung dafür ist, die persönliche spirituelle Verbindung zu stärken. Denn das ist das, was eigentlich im Alleinesein, wenn man das regelmäßig für sich tatsächlich praktiziert, das wirklich auch als Praxis begreift, genauso wie eine Meditationspraxis. Und klar kann die Meditationspraxis Teil der Alleinesein-Praxis sein. dass es einfach darum geht, diese Verbindung zu sich selbst und dann eben nur, nicht nur sich selbst, sondern wie ich eingangs eben auch gesagt habe, mit dem Universum, mit Gott, mit deinem höheren Selbst oder wie auch immer du es nennen möchtest, ja, Quelle oder was es sonst noch für Begriffe dafür gibt. Für mich ist das vor allen Dingen ein Gefühl, was ich im Körper spüre. Und dass diese spirituelle Verbindung, nenne ich sie jetzt einfach mal, dass das ja, das ist, was uns auch dabei hilft, uns eben im Alleinesein nicht einsam zu fühlen.
Denn ich glaube, dass das Alleine sein oder auch der Schmerz der Einsamkeit im Endeffekt ist, ja, die Chance ist, die Trennung, die wir erleben, in ein Einheitsgefühl zu verwandeln. Ja? Also du hast es bestimmt schon mal gesehen, dass auch Menschen geschrieben haben, Alleinsein ist das All-Ein-Sein. Ja? Also dass alles eins ist. Und dieses Gefühl von Einheit und eben nicht mehr sich als getrenntes Wesen von den anderen Menschen, von der Umwelt, von der Natur, vom Universum zu fühlen und dieses Einheitsgefühl zu spüren, das ist was unglaublich Magisches und unglaublich Kraftvolles. Und ich glaube, dass die Chancen einfach sehr viel größer stehen, dieses Gefühl zu spüren, wenn du dir Zeit mit dir alleine schenkst. Und wie gesagt, es kann sein, dass da einfach erst nochmal die Einsamkeit als schmerzvolle Emotion kommen muss, die nochmal dieses Gefühl von dem Getrenntsein, auf dieser Illusion von dem Getrenntsein, und ich glaube, vielleicht muss dazu nochmal eine ganz eigene Podcast-Episode her, merke ich gerade, wovon ich da überhaupt rede, ja. Weil dieses Getrenntsein ist das, worauf eigentlich unsere gesamte moderne Gesellschaft oder die Menschheit auch basiert, ja? Dass wir uns als Individuum begreifen und das sind wir auch und das ist auch gut so, aber dass wir im Endeffekt alle dasselbe sind, ja? Das eine Große, wie auch immer du es jetzt betiteln möchtest, welchen Stempel du immer aufdrücken möchtest und dass die Einsamkeit, glaube ich, wenn nicht sogar die manifestierte Form der Trennung, das manifestierte Gefühl hinter der Trennung ist, dann weiß ich auch nicht. Und dass, wenn du da hinkommst, in dem Alleinsein mit dir, in dieser Präsenz mit dir, dieses All-Ein-Sein, diese Einheit zu spüren, dann nenne ich das erfülltes Alleinsein. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dir das jetzt hier mitzugeben, das ist ein Weg. Und gerade wenn du sagst, hey, ich spüre häufiger mal Einsamkeit oder wenn ich mit mir selbst alleine bin, dann finde ich das ehrlich gesagt eher schrecklich. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dann vielleicht eher auf dir selbst rumhackst, wenn du mit dir selber alleine bist, anstatt deine eigene Präsenz zu genießen, dann lass dich bitte nicht entmutigen. Und nicht umsonst, wie gesagt, habe ich das als Coaching-Thema ausgewählt, weil ich es für eine so unglaublich wertvolle Erfahrung und wichtige Fähigkeit halte. Und dabei geht es nicht darum, sich komplett zu separieren und die Welt noch stärker in die Trennung zu treiben, ja, dass ich jetzt alle Menschen dazu einlade, das alleine sein zu lernen. Denn ich persönlich habe das so erlebt, dass je stärker diese Präsenz von mir selber und das Gefühl der Einheit mit mir selber und allem eben geworden ist in dem erfüllten Alleinsein, desto viel präsenter und mehr ich selbst konnte ich eben auch mit anderen Menschen sein. Und das ist jetzt nicht ein Dauerzustand, ja, der immer da ist. Auch ich bin vielleicht mal nicht 100% präsent, wenn ich mit anderen Menschen bin. Und auch ich bin nicht nonstop in perfekter Verbindung und Harmonie mit mir selber und schon gar nicht ständig in meinem Higher Self unterwegs. Aber das ist einfach, wie gesagt, es ist ein Weg, aber ein Weg, der sich unglaublich lohnt. Nicht nur für diese Momente des Einsseins, was aber ein total schönes Gefühl ist, weil es, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es für immer und alle Ewigkeit vor dem Gefühl der Einsamkeit schützt, aber mir hat es ein viel größeres Vertrauen gegeben, dass ich, ganz egal, ob ich jetzt gerade physisch alleine bin oder nicht und ganz egal, was in meinem Leben passiert, dass ich einfach gehalten und getragen bin. Und das ist ein Gefühl und Vertrauen ins Leben, was ich jedem Menschen wünsche. Und ja, weshalb ich gesagt habe, ich mache das zu meinem Coaching-Thema und gerade eben in der Verbindung mit der Selbstliebe, auch bei dem Stichwort, sich selbst ein guter Freund zu sein, sich selbst ein guter Partner auch zu sein, ja. Da auch ganz speziell mich auch an die Single-Frauen richte, nicht ausschließlich, aber ganz speziell an die Single-Frauen, weil da glaube ich ganz, ganz oft, und auch das kenne ich aus meiner eigenen Vergangenheit, unglaublich viele Zweifel sind, ob man denn richtig ist, so wie man ist. Und dass die ganz besonders dann hochkommen, wenn man mit sich selbst alleine ist.
Und dass deshalb der Weg über das erfüllte Alleinsein hin zur Selbstliebe ein eben vielleicht nicht immer schmerzfreier, ja, aber trotzdem ein sehr, sehr lohnenswerter und ein wunderschöner Weg sein kann. Und dass wiederum die steigende Selbstliebe auch dafür sorgen wird, dass das Alleinsein eben nicht nur ein Zustand ist, den man irgendwie aushält, sondern dass es wirklich ein Zustand ist, der einem das Gefühl der Erfüllung gibt. Und genau das ist erfülltes Alleinsein für mich. Ja, und ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen Klarheit reingebracht hat, auch wenn es vielleicht nicht an allen Stellen ganz klar formuliert war, was ich unter erfülltem Alleinsein verstehe und was auch ja der Kern meiner Coaching-Arbeit ist. Und worum es mir einfach geht, ist, Menschen dabei zu begleiten, sich selbst wirklich kennenzulernen und eben mit diesem Alleinsein fein zu sein und dieses Alleinsein als Geschenk zu sehen. Und dass wiederum aber auch daraus und aus der wachsenden Selbstliebe dann auch die Konsequenz entstehen darf, sehr viel erfülltere Beziehungen zu anderen Menschen zu führen. Es geht nicht um Beziehungsberatung im Sinne von romantische Partnerschaft, sondern es geht mir einfach darum, dass wer sich selbst kennenlernt, eben ganz, ganz anders auch mit anderen Menschen sein kann. Und dass das etwas ist, wo es sich immer lohnt dran, ja, ich will irgendwie nicht sagen zu arbeiten, sagen wir besser daran zu wachsen. Und solltest du dich jetzt irgendwo wiedererkannt haben und gesagt haben, genau das will ich will diese Superpower haben, dieses erfüllte Alleinsein erleben, dann schau sehr, sehr gerne auf meiner neuen Webseite vorbei, die ich eingangs erwähnt habe. Die findest du unter www.sara-heinen.de und Sarah ohne H geschrieben. Ich werde das aber auch alles in den Shownotes verlinken, genauso wie die anderen Podcast-Episoden, die ich im Laufe von der letzten halben Stunde hier genannt habe. Und freue mich sehr natürlich, wenn du mir ein Feedback zur Webseite gibst. Noch viel mehr freue ich mich natürlich, wenn du sagst, hey, das spricht mich so an. Ich würde super gerne mit der Sarah zusammenarbeiten, ein Coaching bei mir buchen. Du findest auch alle Informationen zu den Paketen und Preisen und so weiter auf der Webseite. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Und du kannst übrigens auch ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Das heißt, wir haben ungefähr ja, so 45 Minuten Zeit, uns kennenzulernen, deine persönliche Situation zu besprechen und zu schauen, ob und wie ich dich auf deinem Weg zur Selbstliebe und zum erfüllten Alleinsein unterstützen kann. Das soll es gewesen sein. Und ja, die eben schon erwähnten Shownotes findest du unter www.happyplanties.de/Episode 145. Noch übrigens auf Happy Planties. Nicht mehr lange. Auch der Podcast wird bald auf die neue Webseite umziehen. Aber so lange noch auf Happy Planties. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst. Und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon. Oder teil den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren, desto mehr können wir alle gemeinsam auf der Welt bewegen. Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter Ich bin Sara Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sara ohne H. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!